Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Dreamlight Valley. Es ist ganz schön viel los gerade. No, so süß, Wally. Mit deinem Pflänzchen im Schuh. Also ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe tatsächlich. Ich wollte eigentlich zwischendrin ein bisschen Ressourcen farmen, kam aber leider gar nicht dazu. Also werde ich gleich erstmal schauen, welche Quests wir noch zu erfüllen haben und welche Materialien wir dafür brauchen. Hast du eine Frage? Oh. Was ist Wally? Was ist los, Wally? Du hast eine Frage? Er deutet auf. Mich. Willst du mehr über mich erfahren, Wally? No. Was soll ich dir sagen? Ich bin ein Mensch. Du hast schon Menschen getroffen. Ich bin für das Tal zuständig. Ich mag lange Spaziergänge am Strand. Hey. No, er ist so süß. Ah, ich kann ihn etwas so knuddelig sein, was halt noch nicht mal. Ich weiß nicht. Es ist hier lebendig. Es ist halt aus Metall und nicht aus Fleisch und Blut, aber trotzdem hier lebendig und voll knuddelig einfach. Sammlung. Event Dreamlight, zu dir wollte ich. Genau, dann habe ich für Kochen, kann ich mir noch Sachen abholen und für den Bergbau. 7000 brauchen wir für das nächsten Bereich da hinten. Hallo Vajana, mit dir soll ich mir Blumen anschauen. Diese Erinnerung, die nach der Beseitigung der Nachtdorn erscheint. Ah, ich muss zu Vajana nach Hause. Du hier! Großartig, denn wir haben viel zu tun. Ja, du stehst ja auch vor meinem Haus. Du siehst ein wenig niedergeschlagen aus. Wenn mir Grandma Tala fehlt, gehe ich ans Meeresufer. Sie liebt es, im seichten Wasser zu tanzen. Was machst du, wenn du jemanden vermisst? Ich rufe meine Freunde an, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich kann auch mit vielen Leuten reden, aber Grandma Tala war... einfach besonders. Sie hat mich wirklich verstanden. Was hat dir an ihr am besten gefallen? Findest du, dass du ihr ähnlich bist? Was hat dir an ihr am besten gefallen? Es war ihr egal, ob die Leute dachten, sie sei irgendwie anders. Sie war einfach so sehr sie selbst. Danke. Oh. Hallo. Ich gehe heute segeln. Yay. Lass uns abhängen. Ja, komm, lass uns mal abhängen. Bis bald. Komm mit. Okay, wieder Mondsteinchen. Obwohl ich nicht weiß, wofür. Egal. Wir gehen erstmal zu Vajanas Hütte, würde ich sagen. Und entfernen dort die Nachtdorn. Ah, hallo. Was für ein Vergnügen. Was führt dich heute zur Mutter? Wirst du es nie leid, dich selbst zu betrachten? Aha. Ich werde nie müde, meine Wangenknochen zu betrachten. Hohe Wangenknochen werden überall als attraktiv empfunden und meine sind besonders schön. Ein guter Knochenbau ist die Grundlage für Schönheit. Ein guter Charakter ist die Grundlage für Schönheit, würde ich sagen. Es ist irgendwie gruselig. Ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt, weil es sich... mit dem Alter nicht verändert. Schönheit kommt von innen. Alle sagen das immer, aber sie meinen es nicht wirklich. Doch, ja. Schon. Du kannst so hübsch sein, wie du willst. Wenn ich merke, du bist strohdumm, finde ich dich unattraktiv. Und auch, wenn du einfach nur ein Arsch bist. Oh, ein Grünchen. Vielleicht könnten wir das direkt mal testen. Mit V. Nur ein bisschen übertrieben. Vielleicht eher nicht. So, mit Vajana zu Vajanas Hütte gehen. Und Nachtdorn entfernen. Okay, da hinten schwimmt Ursula rum. Stehen, wir müssen auch noch Geld sammeln für Ursulas Haus. Hütte, was auch immer sie da haben will. Grotte.
Danke für das Geld, das kann ich gut gebrauchen. Kann ich denn den Fisch mitnehmen? Gut, danke schön bei Jana fürs Fische fangen. Genau, hier ist... Oh, hallo. Das ist nicht Vajanas Hütte, das ist Mauis Hütte, das ist Vajanas Hütte. Ich kann dich auch schon mal entfernen. Habe ich die schon gesammelt, die Erinnerung? Moment. Welche Blume? Erinnerung. Die da? Sollen es die sein? Ich weiß nicht, wo man die finden kann. Ich meine, ich müsste wohl wild herumprobieren, welche es sind. Aber so viel Auswahl gibt es da ja auch eigentlich gar nicht. Okay. Hatten wir das wohl in der letzten Folge schon angefangen? Ich sag ja, es ist ein bisschen her. Auf jeden Fall war es dort grün. Guck mal, was wir nebenher noch machen sollen. Ja gut, überall die Slime. Sachen aufstellen. Eisenbarren. Teile zum Basteln. Welche Teile zum Basteln her? Weichholz, Hartholz, Eisenbarren. Ganz viel Holz auf jeden Fall und Eisen. Okay. Wir sammeln Holz und Eisen nebenher. Und schauen mal, wo wir die Pflanzen finden. Für Vajana. Sah ein bisschen aus wie solche Glöckchen, Maiglöckchen. Die finden wir wahrscheinlich nicht im Sumpf. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich will zum Seetang. Wo komme ich da nicht hin? Das müssen wir erst noch freischalten. Okay, hier kriegen wir Eisen her, auf jeden Fall. Eisen, aber halt leider keine Blümchen. Aber den Eisen nehme ich doch mal mit, wollte ich sagen. Langsam denken, langsam reden. In der Ruhe liegt die Kraft. Nicht sich mit den Gedanken und den Worten überschlagen. Theoretisch könnte ich auch einfach Fässer machen und überall in den Gebieten erstmal Fässer hinstellen, bis ich bessere Ideen dafür habe, wie ich was dekorieren möchte. Damit Dagobert mal zufrieden ist. Hallo Donald. Was für ein toller Tag zum Angeln.
Wie findest du deine Nachbarn? Oh Junge, mein Onkel Dagobert ist bereits hier im Dorf. Er hat mir sehr geholfen. Das ist super. Es würde mich allerdings wundern, wenn er dir bei irgendwas ohne Gegenleistung hilft. Oh, Hassliebe bei Donald. Einfach nur Hassliebe. Das war jetzt wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ach nee, warum? Warum muss Donald hier sein? Oh, war das ein neuer Edelstein? Citrin. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ich könnte natürlich auch gerade ein paar Sachen verkaufen. Das ganze Dorf wird langsam richtig voll. Das ist schon irgendwie cool. Hallo Goofy, schön, dass du da bist. Dann kann ich direkt Sachen verkaufen. Zum Beispiel Fisch. Ganz viel. Und ich weiß nicht, Soja? Ist das Soja? Ich glaube schon. Zitrone kann ich verkaufen. Den Seetang behalten wir mal. Edelsteine verkaufen. Stein brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht. Erde brauchen wir für die Questseile. Holz verschiedene. Ja, wir verkaufen erstmal. Die Blümchen brauchen wir nicht. Wir sehen uns. Dann sammle ich mal weiter fleißig Punkte. Schön, dich zu sehen. Hallo Goofy, hast du eine Frage? Warum sie hier sind? Boah, ba, 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 ba. Okay, Goofy. Genau. Wir versuchen immer noch die Blumen. Das hier würde ich gerne mal ernten, damit da neue Sachen von Wally gepflanzt werden können. Die Sachen hier kann ich wiederum verkaufen. Ja, Donald, hi. Du machst dich schön bemerkbar. Tomaten kann ich übertragen. Paprika kann ich übertragen. Ich meine, das ist so ein bisschen die Box, wo ich alles Mögliche reinlege. Wo, wenn es um Nahrung geht. Mais brauche ich eigentlich gerade nicht noch mehr. Eine zweite Box wäre aber mal ganz schön, glaube ich. Ich frage mich halt auch, warum man das Lager hier nicht erweitern kann. Oder was ich dafür brauche, um das zu erweitern. Weizen kann ich übertragen. Den Rest behalte ich mal. Was ist das für ein Zettel in meinem Inventar? Inventar AI, da. Blaupause von Donalds Boot, okay. Genau, wir suchen die Blumen. Frag mich nicht, wo es diese weißen Blumen gab. Ich meine, klar, nebenher können wir schön anderen Kram farmen. Aber die Frage ist natürlich, können wir diese Blumen überhaupt schon finden? Eigentlich soll ich erst später Steine schlagen gehen, wenn ich mit Maui dann mit unterwegs bin, weil der gibt mir dazu ja einen Bonus. Ich finde es schön, dass es mal sonnig ist und nicht regnet. Lass uns doch mal in den anderen Bereich gehen, wo das Haus von Anna steht. Vielleicht ist dort ja die Blume, die wir suchen.
Hallo, Mickey. Hallo, hast du eine Frage? Glaubst du an Magie? Ja, ich auch. Ich habe hier ganz viele magische Dinge gesehen. Du solltest mal sehen, wie Merlin für eine Reise packt. Er kann seinen gesamten Hausrat in einen einzigen Koffer packen. Tatsächlich die beste Szene aus der, Die Hexe und der Zauberer. Bis bald. Aus dem Film kommt ja Merlin. Und dieser Merlin. Hallo. Und wirklich die beste Szene in dem ganzen Film. Und die Eichhörnchenjagd. Aber ich verrate mal nicht zu viel. Genau, das war's. Danke, Kumpel. Hier könnte doch das Blümchen herstammen. Hier sind auf jeden Fall rote von dieser Art. Wenn wir jetzt noch weiße dieser Art finden, könnte das helfen. Aber weiße scheinen sehr selten zu sein. Waschbären. Oh mein Gott, wie süß. Was die wohl essen? Hallo. Oh Gott, was esst ihr denn? Waschbären. Fisch? Habe ich leider keinen dabei. Kann nur hoffen, dass ihr Äpfel mögt. Okay, ihr mögt keine Äpfel. Ich muss leider ein bisschen testen. Von unten hört man Wally. Waschbären. Fisch? Was ist ein Waschbärenfisch? Bären? Die schwarzen Bären vielleicht? Da! Das ist doch eine von denen auf dem Bild. Ja. Cool, okay, die sind hier. Also tatsächlich im Frozen-Abschnitt. Ja, um das Gesteingedöns kümmere ich mich später. Wenn es aber unbedingt weiße sein müssen, kann sich das natürlich ziehen. Könnte ich damit die Waschbären füttern? Lass mich durch. Hallo, du schon wieder? Ich esse Äpfel. Erstmal 3 Äpfel futtern, um meine Ausdauer zu regenerieren. Hier herrscht immer so eine Unordnung, ganz furchtbar. Ich habe mich halt auch noch nicht so richtig drum gekümmert. Weiß. Mit dir hatte ich es jetzt aber gerade schon, oder? Darf es bei dir nicht nochmal versuchen? Oi! Wie er sich weggeportet hat. Schade. Okay, von den Weißen gab es jetzt leider nur 2 Blümchen. Ich meine, ganz ehrlich, so viele Nachtdorme hier wachsen. Ist ja auch gar kein Platz, dass ja noch Blümchen wachsen können. Hallo. Ups, ich wollte die Dornen entfernen. Toll, lass uns später reden. Na, Knoblauch. Schön. Hinten ist noch ein Waschbär. Und
Totholz, das kann ich auch direkt mitnehmen. Aber der Waschbär ist schon wieder verschwunden. Hä? Wieso teleportiert sich der Waschbär immer? Wie gemein. Aber wenn ich ihn gerade fangen möchte oder ihn füttern möchte, verschwindet er. In Lila sehen die ja mal richtig schön aus. Das sind halt schon Glockenblumen, oder? Die Form ist zumindest sehr, sehr ähnlich. Holz. Da liegt was. Eine Erinnerung. Mitten im Wald fand ich diese Erinnerung. Ein Wald ist voller Geheimnisse und Leben. Vom schnellen, ruhigen Leben der Waschbären auf dem Waldboden über das eifrige Flattern der Vögel durch die Bäume bis hin zu Eulen und Wildkatzen, die lautlos durch die Dunkelheit gleiten. No. Schön. Waschberry. Bleib stehen! Nein, nein, zurück! Bleib hier! Vajana muss sich auch ihren Teil denken. Warum rennt die Verrückte einem Waschbären hinterher? Komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Der hat so richtig gar keinen Bock auf mich. Der Waschbär. Als hätte ich ihm den Apfel an den Kopf geworfen. Okay, wir suchen weiter weiße Blumen. Lila, aber kein Weiß. Okay, dann waren es genau zwei, wie ich finden konnte. Das ist ja super. Wie lange soll denn diese Quest dauern? Wenn ich da immer nur zwei pro Tag finde. Nein, geh. Ich wollte nicht mit dir reden. Du bist noch hier? War nur Spaß. Ach. Selten eine Disney-Figur so auf die Nerven gegangen wie sie. Eins, zwei, drei. Äpfelchen. Gut. Hallo, Donald. Wie auch einfach immer genervt wirkt. Hey, du Kleiner. Bleib doch mal stehen. Ich will doch nur testen, ob du die blauen Bären willst. Aber schade mit den Blumen. Müssen es denn die Weißen sein? Gehen auch Rote? Okay, ich muss gar nicht nach Weißen suchen. Ich bin schon ein Held. Ich dachte halt, auf dem Bild sieht man explizit weiße Blumen von denen. Also müssen es wohl die Weißen sein. Aber es ist einfach egal. Hätte ich halt auch mal früher testen können. Es tut mir leid.
Es gibt sogar zwei von euch. Wow. Ich dachte, hier rennt immer dasselbe rum. Da sind noch rote. Da sind keine Blümchen mehr. Da sind noch lilane. Zwei Stück. Ja gut, das reicht ja. Geh da weg, Frau. Na, Maui, der den grünen Stein hier abbaut. Ja, das wollte ich später auch noch machen. Hey! Ich erinnere mich, dass ich mit Maui dort war. Warum haben wir im Wald nach Blumen gesucht? Vielleicht erinnert er sich an etwas. Wir sollten ihn fragen. Auf Wiedersehen! Ja, dann komm mit. Wir müssen Maui finden. Maui, wo treibst du dich denn herum? Dort. Okay. Beim Restaurant. Dann bin ich doch gespannt, wie es weitergeht. Diese Waschbären. Sie sind ja süß, aber auch nervig. Ups. Irgendwas konnte ich einsammeln. Ernte 70 mal Oregano. Ja, offenbar scheine ich da ein Händchen für zu haben. No, Maui ist mit Merlin. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Weißt du noch was über Blumen? Weißt du noch was über Bergbau? Erinnert dich das an etwas? Ich erinnere mich, dass ich mit Mariana in den Wald der Tapferkeit gegangen bin. Ich habe das Gefühl, dass etwas fehlt. Ja, ich erinnere mich, weil Jana hat Früchte für mich gepflückt, weil ich Hunger hatte. Okay, bis bald. Die Blauen da, ja. Ich sehe. Du hier, großartig. Eine weitere Erinnerung. Viel zu tun. Und das passt zu dem, was Maui gesagt hat. Ich erinnere mich an diesen Teil. Ich habe das Gefühl, wir waren nicht alleine. Ich übersehe etwas. Lass uns ein paar Früchte im Wald pflücken gehen. Wenn es so ist wie früher, erinnere ich mich vielleicht an etwas. Bis bald. Kann ich den Obstsalat gerade schnell machen und Cracker? Das hilft ja auch immer beim Freundschaftsverbessern. Obstsalat, Obstsalat, Salat. Nehmen wir erstmal die Cracker. Das war ja eigentlich nur Weizen. Ups. Ich sollte sie auch reinziehen. Und dann natürlich der Obstsalat. Warum finde ich den nicht? Ich hatte doch schon mal Obstsalat gemacht. Ja. Aber nur ein Apfel? Ja, nun. Aber sind keine normalen Cracker. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Ich habe deine Bestellung. Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen. Danke, Zwerg. Und dir kann ich einfach nur irgendeinen Cracker geben. Bestätigung? Himmelstür? Hä? Okay. Ich gebe dir die Himmelstür für was auch immer. Da bist du ja! Das ist genau, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sag Dagobert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Was? Er wollte die Himmelstür? Und ich dachte, ich sollte die Sachen bestellen und nicht, dass ich sie liefern soll.
Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Aber hey, ich habe die Aufgabe abgeschlossen. Okay, das ist nicht, was er haben möchte. Wahrscheinlich Cracker mit Oregano dann? Und jetzt lauf! Es sieht zumindest aus wie Cracker mit Oregano. Weizen. Und irgendein Kram, Gewürzkram da drauf. Das ist aber auch nur irgendeine Vorspeise. Okay, dann weiß ich nicht, was er von mir möchte. Sieht halt aus wie ein Cracker. Cracker mit Gewürz drauf. So mache ich Cracker. Okay, frag mich nicht, wie ich das machen soll. Ist ja jetzt auch egal, ist ja keine Pflicht. Maui hat bekommen, was er wollte. Ich habe endlich die Tür geliefert. Dann sollten wir Früchte sammeln. Damit wir das letzte Teil für diese Quest auch noch finden können. Ich habe die Früchte hier oben schon gesammelt. Ich war ein bisschen voreilig. Also ich muss warten, bis die Früchte nachwachsen. Was wahrscheinlich erst morgen sein wird. Ich weiß leider nicht, wie oft diese Früchte nachwachsen. Ja nun, ich wollte doch nur mit den Waschbären mich anfreunden. Aber selbst die wollen nicht. Ach ja. Wie viel brauche ich denn, um hier den Stand auszubauen? Wie viel Geld? Einen schönen Tag noch. Ja, komm, bau. Oh. Es gibt hier auch noch Raps zu kaufen. Hallo. Und außerdem habe ich Dagobert erstmal her teleportiert, um mit ihm über die Aufgabe zu reden. Ich glaube, du hast etwas darüber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst die Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestände. Yay. Und du hast eine neue Quest für mich. Verflixt und zugenäht, so sehr ich es auch versuche, ich kann meine Geldspeicher nicht öffnen. Nachdem wir alle unsere Erinnerungen verloren haben, kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Nein, Dagobert. Er ist vollkommen aufgeschmissen. Ich habe mir selbst diese Notiz unter der Kasse mit Hinweisen hinterlassen, wie ich sie wieder finde. Aber ich kann mich nicht mehr an die Antworten zu den Hinweisen erinnern. Unterstützt du mich dabei, mein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen? Sicher. Du könntest an deiner Einstellung arbeiten, weißt du? Ich hab doch gesagt, sicher. Sag mir nichts, wenn du etwas machen musst. Alles, was du wissen musst, um meine sechsstellige Tresorkombination herauszufinden, steht auf dieser Notiz. Was meckert er jetzt an meiner Einstellung rum? Ich habe doch gesagt, sicher helfe ich ihnen. Hä? Komm mir nicht blöd, alter Mann. Stein kann ich ablegen. Auf Wiedersehen und bis bald. Frag diesen Goofy nach seinem liebsten Tag. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Also zu Goofy gehen, auf die Wiese und zu Merlin. Da wir gerade nicht mit Vaiana die Quest weiterführen können, würde ich das einfach mal machen.
Dann gehe ich erstmal auf die Wiese und zähle die Teiche. Dann wäre ja das hier einer. Zwei. Drei. Drei Teiche. Wie geht's dir heute? Hallo, Kumpel. Ich muss etwas wissen. Was ist dein Lieblingstag im Jahr? Oh? Mein Lieblingstag im Jahr? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß, es ist der 25. Mai. No, der Mai, wie cool. Meiner ist der 16. Und der 21. 25, 3, also. 25, 3. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Und das letzte war... Was? Ach, die Teleskope. Drinnen wahrscheinlich. Das ist nur eins, aber dann ist es ja nicht sechsstellig. Also man nimmt den Mai als Tag. Dann ist es 25, 5, 3, 1. Versuchen wir es einfach. Kann ich das jetzt einfach irgendwo eingeben? Ich habe einen Job für dich. Sei gegrüßt, Nachbar. Hast du die Zahlen gefunden, Mel? Ich lasse uns die Kombination zusammensetzen. Der erste Hinweis war Goofy, nach seinem Lieblingstag zu fragen. Hast du das? 25. Mai. Ach du meine Güte, das ist es. In Schottland wäre das der 25.05. Nun der nächste Hinweis. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Hab ich doch. Drei. Richtig, drei. Ich hoffe, die frische Luft hat dir gut getan. Als letztes, wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Eins. 25.05.31. Das ist meine Kombination. Sie ist so genial. Niemand könnte sie erraten, selbst ich nicht. Genau, aber ich weiß sie jetzt. Vergiss diese Zahlen gleich wieder, ich muss mein Eigentum schützen. Aber ich möchte dir danken, da ich wieder Zugriff zu meinem Vermögen habe, ist hier ein kleines Geschenk für dich. 500 Gold, ernsthaft, du schenkst mir Geld, Dagobert, bist du gesund, geht's dir gut? Schön für dich. Jo, wir haben bald wieder genug Pünktchen, um den nächsten Abschnitt freizuschalten. Hallo, Anna. Wir können hier ganz kurz reden. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Hallo. Hast du eine Frage? Was ist dein Lieblingssandwich? Eierbrötchen, Schinken, Specksalat, Tomate, Hamburger. Von denen glaube ich Eierbrötchen. Gute Wahl, ich mag sie besonders gern mit Käse, was? Ich habe in letzter Zeit viel über Sandwiches nachgedacht. Manchmal kann es passieren, dass man die Liebe zu etwas fast Fantastischem wie Sandwiches mit einer schrecklichen Person teilt. Was alles ruiniert. Er will seine Sandwiches genießen und denkt dabei an diese schreckliche Ex-Verlobten, diese Person. Und was macht man dann? Es wieder mit einer schönen Erinnerung verbinden. Ganz genau, ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Sandwiches ruiniert. Okay, Anna. Ganz ehrlich, ich würde halt sagen, eine schlechte Erinnerung einfach mit was überbieten, was mit einer schönen Erinnerung zusammenhängt. Ich bin dieses Kleid immer noch so gern. Ansonsten gibt's ja halt jetzt echt nicht so viel, was ich cool finde. Warte. Naja. Deine Aufgabe haben wir erledigt.
Wir können bestimmt wieder ein paar Sachen verkaufen. Genau, wir sollen ja für dich noch den Unterschlupf bezahlen. Weichholz, Erde sammeln. Seile, Hartholz, Lehm, Eisenbarren. Eisenbarren, Seile. Wo kriegen wir denn Teile zum Basteln her? Werden die hergestellt? Also am Tisch? Teile zum Basteln, ja. Okay, da brauchen wir auch Eisen. Wir könnten im Eisenbarren so viele wie möglich herstellen. Es sind nur zwei möglich. Ich bin ja begeistert. Okay, wir haben die Teile zum Basteln zumindest schon mal für Anna. Dann fehlen jetzt nur noch die Eisenbarren. Also muss ich mir Eisen abbauen. Was bedeutet? Wobei, vielleicht kann ich ja auch im Meer die Früchte abbauen. Man, sind das nicht dieselben Früchte wie auch im Wald? Sind nicht dieselben Früchte wie im Wald. Schade. Wir haben heute noch nicht geredet. Oh, hey. Ist in Ordnung, Christoph. Können wir reden? Ist alles in Ordnung? Fällt es dir genauso schwer wie mir, über Gefühle zu sprechen? Warum ist das so? Eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich eher so der Ich-hau-raus-Mensch. Wobei es auf die Gefühle ankommt. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht über deine Gefühle sprichst, kann niemand darauf Rücksicht nehmen. Weil sie beängstigend sind, weil sie komisch sind, weil sie wichtig sind. Ich schätze, dazu ergibt Sinn. So etwas Wichtiges will man nicht vermasseln. Und es ist leicht, wegen Gefühlen verwirrt zu sein. Wie redest du über Gefühle? Sei ehrlich, sei rücksichtsvoll, ignoriere einfach deine Gefühle. Sei ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Manchmal sind nur die Wörter nicht richtig, um genau das auszudrücken, was ich wirklich meine. Einmal habe ich Anna als verrückt bezeichnet, weil sie sich mit einem Mann verlobt hat, den sie gerade erst kennengelernt hat. Nun, das ist verrückt. Aber es gibt halt auch verschiedene Dinge von verrückt. Es gibt positiv verrückt und negativ verrückt. Das ist überhaupt nicht das passende Wort. Ich hätte impulsiv oder erwartungsvoll oder leidenschaftlich sagen sollen. Denn Anna ist all das und das liebe ich an ihr. Oh, Schleimer. Okay. Jetzt haben wir noch so einen liebes, verrückten Wahnsinnigen hier herum. Mickey ist hier aktuell auch so einer. Ich will dich füttern, Häschen. Wann lassen die sich füttern? Anders als... Oh Gott, ich habe keine Möhren dabei, oder? Ich kann dich gerade gar nicht füttern. Ich kann dich gerade gar nicht füttern. Okay, ich werde Sachen verkaufen gehen. Und mich schämen. Genau, ich brauche Eisen. Dann nehmen wir Maui mit. Wobei das gerade irgendwie doof wäre. Hallo, Kumpel. Alles ist gerade nicht so toll, weil ich da oben aus Versehen schon die Sachen abgebaut habe, die ich nicht hätte abbauen sollen. Jetzt gerade gar nicht so viel verkaufen. Kommt von den Samen, kann ich verkaufen, aber die bringen mir jetzt nicht so viel Geld ein. Den Rest brauche ich eigentlich alles noch für Quests und fürs Basteln. Bis bald! Pflücke einige Früchte im Wald der Tapferkeit. Steht sogar dabei als Quest. Ich kann die nicht einfach vom Strand nehmen. Hoffen wir einfach, dass die schneller nachwachsen als nur einmal am Tag. Hallo, Bolli. Ah, da sind sie ja schon. Schön.
Glück gehabt. Na, ein Schweinchen. Stimmt, ihr Schweinchen war dabei. Wo ist ihr Schweinchen? Haben sie das gegessen und gegrillt? Hallo! Umelika, wie konnte ich nur meinen Freund Pua vergessen? Das süße kleine Schweinchen muss große Angst haben. Pua war nicht bei uns, als Mario und ich das Dorf nach dem Vergessen verließen. Pua muss sich hier irgendwo verstecken. Pua ist so süß. Ein Schwein läuft frei im Dorf herum, meine Ernte. Er ist so süß. Auf jeden Fall, aber es muss sich auch sehr verloren fühlen. Ich muss meinen Freund finden. Kannst du mir helfen? Ich werde dir helfen, Pua zu finden, denn du bist meine Freundin. Das würde eine gute Anführerin tun. Das ist eine andere Art, das Vergessen zu bekämpfen. Du bist meine Freundin. Danke, ich weiß deine Freundschaft wirklich zu schätzen. Pua muss sich irgendwo im Dorf verstecken. Ich wette, wir können Pua mit etwas Essen aus seinem Versteck locken. Kokosnüsse wären perfekt. Die habe ich eben verkauft. Definitiv hier. Aber gut, wir müssen die gerade frisch sammeln. Wo war der Weg nach unten? Zum Strand gab es doch auch eine direkte Verbindung. Da. Folge mir, Vajana. Kokosnüsse. Es müssen ja nur 3 sein. Hier sind Bananen. Die nehme ich trotzdem mal mit zum Verkaufen. Hier sind Kokosnüsse. Hallo. Ich habe alles, was ich brauche. Danke. Gern. Mit diesen Kokosnüssen kann ich Pua herauslocken. Oh, noch eine Anführerscherbe. Danke. Danke, Melika. Ich werde diese Scherbe zusammen mit den anderen aufbewahren. Und ich werde mir überlegen, wie ich Pua aus seinem Versteck locken kann. Hey. Sobald ich eine Idee habe, werde ich dir Bescheid geben, damit wir Pua gemeinsam finden können. Yay! Ich will dieses Stufe 10 Kleid so sehr haben. Oh, warum habe ich die Teile weggeworfen? Erstmal tschüss. Toll, lass uns später reden. Also, die Quest haben wir erledigt. Dann müssen wir jetzt erst noch weiter befreundet werden. Hier muss ich weiter sammeln. Genauso wie hier. Hier brauche ich noch ein Seil, um das zu beenden. Das ist cool. Und hier brauche ich Eisenbarren. Das eine Seil könnte ich doch noch hinbekommen. Und ich suche Maui auch gleich, damit wir ganz viel Eisen abbauen können. Maui, 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 Maui. Du bist immer noch am Essen. Okay. Aber erst schaue ich, ob wir das Seil herstellen können. Für das Seil bräuchte ich theoretisch Fasern, die man aus Seetang herstellt. Also wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, erstmal nach Seetang zu suchen. Wobei ich den natürlich auch angeln kann. Ich gehe erstmal hoch und schaue, ob wir vielleicht noch genug Seetang für Seile haben. Bam, 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 bam. Ich mag die Musik. Fasern kann ich herstellen. Ich. 2? 10. Dann kann ich ein Seil herstellen. 2. Damit habe ich alles, was Donald braucht. Für sein Schiff. Stelle Bootsreparaturset her. Bootsreparaturset. Dann rennt er vielleicht auch nicht mehr so viel hier im
dagegen drum. Oh nee, was brauche ich denn dafür? Ein Eisenbarren noch mehr. Ich dachte, ich hätte dafür schon alles. Okay, wir brauchen dringend Eisen. Maui, wir kommen. Aber ja, wenn er wieder sein Haus hat, ist vielleicht Donald auch manchmal im Haus und rennt uns nicht ständig über den Weg. Und Maui ist nicht mehr hier. Ach, das Karte. Hier ist Maui jetzt. Einkaufen, okay. Vielleicht ist er auch nicht mehr einkaufen. Nein, sie gehen ein. Blümchen. Da. Wie konnte ich dich übersehen gerade? Ist ja nicht so, als wärst du nicht ein Baum von einem Mann. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Wenn du eine Sache nennen müsstest, die du am meisten an mir magst, welchen wären das? Deine Helden dann. Das habe ich auch schon mal gesagt. Darum habe ich das jetzt gerade übersprungen. Weil wir das einfach immer wieder die Gesprächsthemen haben. Lass uns abhängen. Bei neuen Sachen versuche ich die natürlich vorzulesen. Aber Sachen, über die wir schon geredet haben, muss ich das nicht unbedingt. Glaube ich. Es wiederholt sich dann hier nur. Ich meine, klar, in erster Linie brauchen wir Eisen. Wir können ja trotzdem ein bisschen andere Sachen abbauen. Gerade auch, wenn ich Edelsteine vermute oder sehe. Gern mit. Weil man einfach instant 2 Edelsteine bekommt. Anstatt nur einem. Warum hat er... Ach, er hat den gerade eben erst ausgepupst. Verstehe. Hallo! Entschuldigung, er wollte E und nicht B drücken. Okay, bis bald. Komm mit. Wir gehen Eisen abbauen. Die Aufgabe mit Donald würde ich halt zumindest heute gerne noch abschließen. Dafür brauche ich nur noch einen Eisenbarren. Hier drüben gab es mindestens noch eine Abbaustelle und eine am Wasserfall. Ich frage mich auch, was mit der Säule neben Mauis Haus ist. Denn dort steht hier auch noch eine, ja, die Säule halt ohne Stein, ohne Kristall. Also irgendwas müssen wir dort auch noch machen. Zwölf Eisen. Ja, komm. Mal schauen, ob das reicht. Aktuell können wir gar nicht noch mehr Eisen abbauen. Aber der Stein respawnt ja relativ flott. Zumindest Donald schließe ich jetzt noch ab, Leute. Und wird mich nichts aufhalten?
Eisenbarren. So viele wie halt irgendwie möglich. Ja, schön, dass es nur zwei sind. Warum kostet denn das so viel Eisen? Bootsreparaturset. Bitteschön, einmal. Und nun bringen wir das zu Donald. Ja. Donald. Es ist ziemlich toll, wie du zu jedem bist. Dankeschön, Donald. Vorbeigehen einfach nur. Ja, ja, danke. Ah, er ist unten. Das ist doch praktisch. Dann können wir gleich in voller Blüte mal sein Haus sehen, wenn das es ja noch reinregnet. Nun, mit Maui hier drin habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass das gleich noch schneller sinkt. Dagobert, alles ruhig. Donald meine ich natürlich. Ich habe das Reparaturset. Es gibt keinen Grund mehr so durchzudrehen. Chill. Oh Mann, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das Boot repariert. Kannst du das nicht selbst tun? Niemals. Ich kann viel, aber jedes Mal, wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, schlage ich mehr auf meinen Daumen als auf die Nägel. Wenn wir zu dem Schild vor meinem Haus gehen, wird mein Onkel Dagobert es vielleicht reparieren. Willst du deinen Onkel um einen weiteren Gefallen bitten? Tolle Idee, Duck. Bauunternehmen kommt zur Rettung. Herr Duck hatte recht mit dir. Nun, eigentlich würde ich das hier gern sagen. Das Reparieren von Häusern überlasse ich den Profis. Lass uns zum Schild von meinem Haus gehen. Ja gut. Maui, raus hier, bevor gleich nichts mehr vom Haus übrig ist. Okay, Schild, wie viel willst du denn? Für das Haus. Hallo. Das habe ich schon zwei Häuser, die ich herstellen muss. Darin wohnen also du und Donald als Mitbewohner? Was? Du willst bei Donald wohnen? Freiwillig? Das wäre eine Katastrophe. Natürlich würde es das. Wo sollte ich meine Schätze auf einem so kleinen Hausboot unterbringen? Gut, ich werde das Haus für Donald reparieren, aber danach wird er keinen Kreuzer mehr von mir bekommen. Kümmerst du dich mit Donald um das Chaos im Haus? Drin ist es eine richtige Katastrophe. Ich betreibe nicht auch noch einen Reinigungsdienst. Cool, dass er das kostenlos macht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich könnte ein lohnendes Geschäft werden. In Ordnung, ich helfe Donald drin aufzuräumen. Danke, Herr Duck. Ui, jetzt macht das Schiff richtig was her. Hausboote finde ich übrigens mega cool. Ich wünschte, ich hätte auch eins. Das wäre so genau mein Stil irgendwie. Der sieht doch gleich viel besser aus. Und was für ein Chaos. Ach, dieses Chaos. Als ob du das nicht selbst machen könntest. Um das Chaos aufzuheben, muss ich von mir Sachen auf den Boden schmeißen, Junge. Ich hoffe, das ist dir klar. Hey, toll, was du gesammelt hast. Hier, bitte. Die Einrichtung sieht schon cool aus, so die Kissen. Und die Kisten und die praktisch als Sofa dienen. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist eine tolle Freundin. Wenn ich herausfinde, wer dieses Schlamassel angerichtet hatte, werde ich ihm die Meinung geigen. Moment, was ist das für ein Schrotthaufen? Ich denke, es ist eine Zeitkapsel. Wirklich? Für mich sieht es nur wie ein komisches Glas aus. Hey, als Randnotiz steht da etwas in meiner Handschrift. Zeitkapsel, Eigentum von Donald Duck. Wenn du nicht Donald Duck bist, nicht öffnen. Hey, du bist Donald Duck, mach schon auf und öffne sie. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was da drin ist. Ich kann sie nicht aufschrauben. Ja, was suchst du es? Du kriegst irgendwie auch nichts gebacken, Junge. Eine Blaupause. Jetzt erinnere ich mich. Vor dem Vergessen habe ich die gesamte Planung für das Dorf übernommen. Ich habe mir viele super geniale Sonderprojekte ausgedacht. Dann bist du großartig, du hast eine große Vorstellungskraft. Mhm.
ist ein wenig überraschend. Du bist ein wenig impulsiv. Ich halte dich nicht für einen Planer. Hey, ich habe tolle Ideen. Es ist nur, manchmal brauche ich Hilfe, um sie zu verwirklichen. Vor dem Vergessen hatte ich etwas Großes vor, etwas sehr Großes, etwas Unglaubliches. Doch dann tauchten die Nachtdornen überall auf und ich vergaß alles. Ich habe alles, was ich für die Umsetzung meiner Ideen benötige, in Zeitkapseln im ganzen Dorf versteckt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie versteckt habe oder was ich bauen wollte. Ich muss mehr von ihnen finden. Danke für deine Hilfe. Jederzeit, Donald. Sei das nächste Mal einfach nicht so wütend. Wir sollten Herrn Duck besser nicht mehr um Hilfe bitten. Yay. So, wir nehmen ihn natürlich zum Angeln immer mit. Hoffentlich habe ich das ausgebildet bei ihm. Die Jacke finde ich cool. Das Regal finde ich irgendwie auch cool. Ja, jetzt angeln auf jeden Fall. Kann ich meine Sachen hier jetzt auch wieder einpacken. Sehr nice. La, 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 la. Schön, dass wir das erledigt haben. Dann werde ich hier noch ganz, ganz schnell weiter abbauen. Und fürs nächste Mal haben wir gar nicht mehr so viel zu erledigen, wenn wir ehrlich sind. Bisschen was sammeln. Eisenbarren überwiegend. Hartholz, Lehm, Eisenbarren. Ja, viel, viel Eisen. Viel, viel Eisen. Und Geld. Brauchen wir Eisen und Geld. Aber ja, ich würde mal sagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle. Wir haben Donald geholfen. Wir haben Vajana geholfen, sich zu erinnern. Ich hoffe, irgendwann rennt Pua hier auch über die Insel. Das wäre schon irgendwie voll süß, wenn das Schweinchen hier wäre. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.